Münchens großer Tag von Alan Norton gelesen. Von Alan Norton. Biedchen hüpft fröhlich an meiner Hand, hüpft so stark, dass uns entgegenkommende Leute ausweichen müssen und sogar die Straßenseite wechseln. Bienchen, nun hampel doch nicht so herum, wir sind doch gleich da. Bienchen, meine süße Tochter, schaut kurz zu mir hoch, ihre dünnen braunen Zöpfe mit den roten Schleifen schaukeln nur so hin und her. Ihre Stupsnase bebt vor Aufregung. Heute ist Bienchens großer Tag. An ihrem dritten Geburtstag darf sie endlich in den Kindergarten gehen. Keine Kita, wie es heute so schön heißt. Nein, ein Kindergarten. Ein Ort, an dem Kinder wie kleine Pflanzen liebevoll aufgezogen werden. Wie alles, was mit Bienchens Kindheit zu tun hat, läuft dies über Azatot, den Übervater, der die gesamte Kindheit meines Bienchens organisiert, seit ihrer Geburt und eigentlich schon davor. Mit wohligem Schauer denke ich an Azatots Ball, wo meine Sinne bis zum Bersten gereizt wurden und was 9 Monate später zu meinem kleinen Goldstück führte. Bienchen war schon bei der Geburt das herzigste Kind, das man sich nur vorstellen kann. Ihr kugeliger Kopf mit dem rosigen Gesichtchen, die winzige Nase und die dunklen, geschwungenen Augenbrauen. Ich war und bin die stolzeste Mutter im ganzen Land. Leider teilen meine Freunde diesen Stolz nicht. Seit Bienchens Geburt gehen sie mir aus dem Weg. Ich erhalte keine Einladungen mehr. Treffen sie mich zufällig auf der Straße, so weichen sie mir aus. Neid, das ist der pure Neid, denke ich, und mein Blick wandert zu meinem süßen Mäusespeck. Die weißen Kniestrümpfchen in den schwarzen Lackschuhen, das rote Kleidchen, dessen Rock sich lustig im Wind aufplustert. »Mami, wo ist denn der Kindergarten?« fragt sie beseelt vor Neugier. »Siehst du das prächtige Schloss dort oben mit dem hohen Turm? Dort ist es, wir müssen nur noch die Stufen emporsteigen.« Schon hören wir leise Musik. Der vielstimmige Gesang der Kinder Azatots dringt zu uns herab. Augenblicklich stimmt Bienchen mit ein. »Schießt auf dich den Schrot, dass sich färbt die rote Tinte, und dann bist du tot, und dann bist du tot.« Schon stehen wir vor dem Portal. Die zweiflügelige Eingangstür schwingt auf und wir sehen die Kinder. Sie halten sich an den Händen, tanzen im Kreis und singen dazu. Bienchen stürmt zu ihnen, sie nehmen sie in ihre Mitte. Freudetrunken schaue ich ihr nach und erinnere mich. Damals nahm es hier seinen Anfang. Aufgeregt fuhr ich die schmale Auffahrt zum Schloss mit meinem Wagen hoch und parkte neben einem Leichenwagen. Ein schlechtes Zeichen? Nein, glühendes Leben und eisiger Tod trennt nur eine Haaresbreite. Ich schritt beschwingt zum Eingang, die Einladung zu Azatots Ball stolz in den Händen. Der Dresscode verlangte eine Maskierung, die die wahre Identität der Person verbergen musste. Ich hatte mich für eine Märchengestalt entschieden. Der livrierte Türsteher guckte kritisch auf meinen weiß geschminkten Hals, der unter meiner Schneewittchenmaske herauslugte. Er legte das Blatt über mein Schlüsselbein, stieß seinen Zahn durch das Papier in meine Haut und behielt die Einladung, über die nun ein blutiger Tropfen rann, in der Hand. Der leichte Schmerz durch die kleine Verletzung befeuerte meine Sinne. Unter den Gästen erblickte ich ausschließlich Frauen. Laszive Hexen, bunte Märchengestalten, mondäne Feen. Die einzigen Männer waren Kellner in ihren schwarzen Anzügen, die ein dunkel gefärbtes Getränk servierten. Sein bitterer Mohngeschmack ließ mich an Laudanum denken. Durch die gläserne Kuppel über mir schaute ein riesiges, rot leuchtendes Auge auf mich herab. Darum Bewegung. Was war das, das wie lebende Krakenarme von oben zwischen die tanzenden Frauen griff? Ich ging zur Tanzfläche, reihte mich unter die Frauen, spürte die Lust, als die Tentakel mich berührten, sich um mich legten. Auch die anderen bebten vor Begehren, kreisten ekstatisch im Raum, ihre leicht geschwollenen Körper strotzten vor Leben und ließen mich an Schwangerschaft denken. Ein dunkler Basston brachte die Mauern des Schlosses zum Erzittern. Das rote Auge glühte stärker. Die Frauen streichelten ihre gerundeten Bäuche und gingen zu einem flachen Becken am Rand der Tanzfläche. Eine Frau nach der anderen trat in das warme Wasser und ein winziges Wesen fiel hinein. Sie reichten dem Türsteher die Einladung, die er nach seiner Art erneut abknipste.
Ein zweiter Tropfen Blut rann jeweils über das Dokument, tropfte ins Wasser, das sich leicht rosa zu färben begann. Auch ich trat heran. Nicht heute, beim nächsten Mal, raunte mir der Livrierte zu und hielt mir mein Blatt hin. Ich ergriff es und sah das neue Datum darauf. Dann schaute ich unter mich und erblickte die winzigen rosa Wesen, kleine Polypen, die in der Nährlösung flottierten. Es waren die Föten-Azatots und das glühende Auge über mir tauchte sie väterlich in flammend warmes Licht. Nun sehe ich sie wieder, die gläserne Kuppel mit dem blutroten Auge. Sie ist mir von Azatots Bällen vertraut, denn ich habe diese Feste nun regelmäßig genossen. Über allem schwimmt hier die Musik von Azatot, heute untermalt von schrillen Kinderstimmen, die sich kristallklar zu betäubenden Sphärenklängen wandeln. Gerührt schaue ich zu den Kleinen. Sie drehen sich im Kreis und ich setze meine Brille auf, um sie noch deutlicher zu erkennen. Meine Brille hat einen optischen Defekt. Immer, wenn ich sie benutze, sehe ich die Dinge anders. Schon lange will ich mir eine neue Brille besorgen, doch der Optiker versichert mir, dass meine Brille intakt wäre und genau auf meine Sehschärfe angepasst sei. Er wundert sich, wie ich ohne Brille überhaupt noch sehen könnte. Wenn der wüsste, was ich sehe, mein Bienchen und nun ihre neuen Freunde. Die Brille gaukelt mir ein Horrorkabinett vor. Ein Kreis tanzender Monstrositäten, krötenartige Wesen, die auf drei Beinen im Kreis humpeln, raupenhafte Gebilde, die hinter ihnen herkriechen, an ihren entstellten Gesichtern haftet zähe Flüssigkeit, die aus ihren deformierten Mündern tropft. Kartoffelähnliche Kreaturen, die versuchen, mit ihren Stummelfüßen die Kreisbewegung aufrechtzuhalten. Ihre Gesichter sind durch Netze aus Wurzeln ersetzt, gefolgt von grellpink schimmernden Insekten, platt auf dem Boden geduckt, daher kriechend. Ihre verstümmelten, faserigen Antennen schwingen durch die Luft auf der Suche nach Orientierung. Und mitten unter ihnen mein Bienchen. Sie hüpft und hampelt auf drei verschieden langen Beinen, wovon eines ein Hühnerbein, eines ein Tentakel und eines ein Ziegenbein ist. Alle drei sind weiß, die Füße dagegen schwarz. Die Beine tragen ein bauchiges Gebilde, schrumpelig und von blauen Venen durchzogen. Hinten setzen rote Hautflügel an, die in Fetzen am Körper hin und her baumeln. Die Arme erinnern an die von Insekten, lang, dünn und mit einer stählernen Greifzange versehen. Am Kopf stehen braune Antennen hervor, die mit rotleuchtenden Anhängseln verziert sind und im Gesicht befinden sich riesige Glubschaugen. Die Nase nur ein winziger, knöcherner Höcker über einem blutroten, eiförmigen Mund, der sich beim Singen elastisch in die Länge und Breite zieht. Gelber Schleim tropft derweil zu Boden. Von allen Monstrositäten, die sich hier präsentieren, mein Bienchen toppt alles. Über allem wacht das rotglühende Auge Azatots. Ein Tentakel rollt langsam zu mir herab. Der Arm bewegt sich auf mich zu. Mit einer liebevollen Bewegung saugt der Tentakel die Brille von meiner Nase. Dann knirscht es lange und ausdauernd. Die Gläser rieseln zu Millionen Partikeln verrieben als Quarzsand zu Boden. Die feuchte Tentakelhaut putzt mir das leere Brillengestell sauber und schiebt es mir zärtlich auf die Nase. Ich sehe mein Bienchen. Sie winkt mir zu. Ihre dunklen Zöpfe schaukeln und ihr roter Rock mit den blauen Trägern bläht sich auf. Ich habe das schönste Kind auf der ganzen Welt und ihr erster Tag im Kindergarten hat begonnen. Das war Bienchens großer Tag von Ellen Norton, gesprochen von Ellen Norton, eine podisee.de Produktion.